Heute habe ich's geschafft, Jungs. Ich habe heute tatsächlich zum allerersten Mal Rang 4 geholt. Und was soll ich euch erzählen, Jungs? Ich habe über 400.000 Coins dazu gekriegt. Allein durch die kompletten Rewards. Es war absolut geil. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Es war unglaublich cool, gerade die Player Picks. Seid gespannt. Es war eine Menge Überraschung dabei. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich im Video. Tschüss, ciao, reingehauen. Bis gleich. Ladies and Gentlemen, was geht? Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Mein Name ist Bentastic. Herzlich willkommen. Es ist lange, lange her. Freunde, aber es ist schön, wieder hier zu sein. Das heute ist ein Foot Champions Rewards Video. Freunde, es ist lange her, dass wir das mal gemacht haben, aber es ist heute für mich persönlich ein ganz, ganz besonderes Video. Denn ich habe heute, ich muss ja zugeben, ich bin nicht der beste FIFA-Spieler, ne? Ich freue mich immer, wenn ich irgendwie Rang 5 abschließe und dann ist gut. Ich hole meine 11 Siege und dann ist das auf jeden Fall in Ordnung. Aber heute habe ich tatsächlich meine Bestleistung vollbracht, Freunde. Es ist Rang 4 geworden. Rang 4 in der Weekend League habe ich tatsächlich geholt. Unglaublich krass. Unglaublich krass. Es war wirklich alles da. Das sind die Belohnungen, die wir auf jeden Fall jetzt heute hier kriegen. Und wie gesagt, es war wirklich von vorne bis hinten war alles dabei. Ich habe Spiele gehabt, die ich 4-0 verloren habe, mit 22 zu 6 Schüssen für mich. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ich weiß bis heute noch nicht, wie ich da 4-0 verloren habe. Ich habe zwei Elfmeterschießen gewonnen. Ich habe alles. Ich habe einen 4-0-Rückstand habe ich aufgeholt auf einen 4-4. Eins davon habe ich, wie gesagt, im Elfmeterschießen gewonnen. Es war absolut krass. Und das hier sind die besten Rewards, die ich dieses Jahr gehabt habe. Schade, dass ich es nur in Anführungsstrichen zum Serie A-Tots geschafft habe. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich mega. Jungs, wenn euch dieses Video gefällt, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt einen Kommentar. Und mit dem Abo-Button auf jeden Fall kein Video verpassen, Gentlemen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir gehen in die Rewards. Ladies and Gentlemen, 50.000 Coins. Das Dreier-Set mit Serie A und Super League. Ich würde so gerne UNDAF ziehen, ne? Sage ich euch so, wie es ist. Das ultimative Pack, das Jumbo-seltene Spieler-Pack und die zwei Player-Picks, mit denen wir natürlich auch gleich anfangen werden. Freunde, es ist. Ich kann noch mal ganz kurz, bevor wir das jetzt hier machen. Bevor wir das jetzt hier machen, ich gehe noch mal ganz, ganz kurz ins Kader rein, damit ihr auch seht, mit welchem Team ich Weekend League gespielt habe. Genau mit dem Da Costa. Da Costa hat tatsächlich in dieser Weekend League drei Tore gemacht. Die waren unglaublich wichtig. Ansonsten, ich bin mit diesem Team super zufrieden. Also keiner hat hier schlecht performt. War wirklich alles super. Ja, Cantona ist so eine Sache. Weiß ich nicht. Also irgendwie Cantona fühle ich immer noch nicht so ganz. Kann ich aber nicht sagen, woran es liegt. Also bisher hat der noch nicht das abgerissen, was ich mir wirklich vorgestellt hätte. Also daher, vielleicht kommt es ja noch, vielleicht auch nicht. Das hier ist auf jeden Fall das Team of the Season aus der Serie A. Diese Jungs gibt es gleich in Rot zu ziehen. Und ich hoffe, ja. Also, sind wir ehrlich, alles über 93 wäre super. Alles über 93 wäre hier irgendwie gut spielbar. Hernandez würde mich sehr freuen. Ja, gut, Dybala und Berardi und Rafael Leao wäre natürlich eins mit Sternchen. Aber ansonsten, wir werden sehen. Diese Kollegen gibt es alles zu ziehen. Calhanoglu wäre blöd, weil den habe ich nämlich schon im Blau. Das wäre etwas schlechter. Wobei man sagen müsste, dann könnte man den ja in der SBC reinhauen. Also so wäre es ja, das wäre ja theoretisch auch dann eine Möglichkeit. Wir gehen noch ganz kurz hier mit und nehmen noch hier das zwei seltene Goldspieler-Pack mit.
Und bei den Meilensteinen nehmen wir noch das Elektrum-Pack hier. Nehmen wir auch noch mit. Das habe ich auch noch abgeschlossen hier gleichzeitig. So. Wir starten, Jungs. Die Player-Picks. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Also, alles über 93 wäre super. Sind wir uns, glaube ich, einig. Einmal schütteln. Achtung und auf. Hernandez, komm. Oh, Berardi! Ja, geil, Junge! Ja, saugut! Ja, voll geil, Berardi! Das ist ja mal geil. Aber selbstverständlich nehmen wir den Bro. Meine Güte. Berardi in Rot. Ist der geil. Oh, kann ich hier Preisvergleich machen? Ja gut, für die roten Player-Picks nicht. Okay, muss ich gleich gucken. Aber das ist schon mal top. Also hat sich jetzt schon gelohnt, diese Weekend League. Das ist wirklich krank. Das ist absolut krank. Genau so einen wollte ich haben. Und den habe ich auch gekriegt. Komm, egal was jetzt hier drin ist. Und da ist nochmal. Und da ist Vlahovic und Tonali. Was ist das denn? Was sind denn das für Rewards? Oh, jetzt muss ich gerade mal echt unterbrechen. Gib mir mal kurz einen Moment. Ich muss mal gerade hier checken, wer hier von den beiden hier besser ist. So, Jungs, ich bin wieder zurück und ich habe mir das gerade mal ganz kurz angesehen und ich glaube, ich habe mich entschieden. Ich meine, auch wenn Vlahovic natürlich eine super Karte ist, ne? Ich gehe in der Annahme, also ich gehe jetzt vom Gefühl her, ich glaube, es ist besser, wenn ich Tonali nehme. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch besser sein. Aber Leute, diese Rewards sind ja geisteskrank. Also Berardi und Tonali gleichzeitig ziehen, das ist absolut wild. Also die zwei, die nehme ich auf jeden Fall mit. Absolut geil. Und ich will jetzt gerade mal ganz kurz gucken, was Berardi auf dem Markt kostet. Das würde mich jetzt auf jeden Fall echt mal interessieren. Komm mal her hier, Team of the Season. Ja, gut. 212k. Das sind 400k, wo wir jetzt hier rausgeholt haben. Beziehungsweise Tonali ist noch ein bisschen teurer. Aber hey, das ist geil. Genau die zwei wollte ich haben. Perfekt. Die sind absolut perfekt für mich. Bin ich absolut zufrieden damit. Geile WL. Egal, was jetzt in den anderen Packs hier rauskommt. Ich freue mich da auf jeden Fall jetzt schon. Wir haben jetzt noch 6 Packs, die wir jetzt noch aufmachen. Und wir fangen beim 2 seltene Goldspieler-Pack an. Freunde. Absolut geil. Absolut geil. Ich bin absolut zufrieden. Was soll ich euch erzählen? Das sind die besten Rewards, die ich dieses Jahr gekriegt habe. Also gerade, ich muss ja auch sagen, gerade Berardi, ne? Ich habe ja auf dem rechten Flügel wirklich fast gar nichts, ne? Dementsprechend freue ich mich da noch umso mehr. Also daher ist es... Ich bin sprachlos, besser geht's ja eigentlich nicht mehr. Es ist alles wirklich genau super gelaufen heute, genau so, wie ich es wollte. Auch die WL, ne? Wobei ich sagen muss, bei der Weekend League, es ist ja jetzt, ich habe angefangen zu spielen heute Mittag um 12 ungefähr. Und du merkst halt wirklich, wie das Gameplay wirklich von Stunde zu Stunde zu Stunde immer schlechter wird, ne? Du merkst es halt wirklich. Das ist halt echt krass. Seltenes Electrum Pack? Könnte was drin sein? Nee. Gut. Kein Ding. Aber hey, es ist jetzt scheißegal, weil, Jungs, wir haben so viel Plus gemacht und diese Picks waren absolut geil. Aber natürlich muss man sagen, man kriegt ja durch den Rang 4 50.000 Coins. Also allein durch das Pack hier kriegt man ja minimal schon 30.000 dazu, ne? Je nachdem, was da noch drin ist. Wir machen zuerst mal... Also jetzt wäre es auf jeden Fall geil, weil ich muss unbedingt wieder auf Coins kommen. Irgendwas, was gut teuer ist. Irgendwas gutes Rating. Komm schon. Ja. Oh, Tots. Ja. Ja, gut. Sergio Gomez. Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht.
Oh, Bruno Fernandes noch dazu. Aber gutes Pack. Das ist mal gutes Pack, mein lieber Mann. Ach Gott, 20.000. Ach du Schande. Ja gut, dann wird Bruno auch nicht teurer sein. Ei, das sind 40.000. 50. 60. Ja, ich denke mal so 70.000 werden das wahrscheinlich sein. 70.000, also allein das Pack war 70.000 Coins. Also war die WL jetzt schon, stand jetzt 120.000 Coins plus die zwei Player Picks. Also absolut zufrieden. Absolut zufrieden, wirklich. Also das Pack war jetzt 70, da waren jetzt 70.000 Münzen drin. Krass. Muss ich natürlich noch alles verkaufen, aber ey, das ist so wichtig für meinen Account. Ultimatives Pack. Wahrscheinlich ist jetzt hier kein Walkout drin, ne? Oder? Ja, yeah. Ja, dachte ich mir. Gut. War so klar, ne, dass in dem 125er Pack nur Scheiße wieder drin ist. Das war so klar, ne? Aber gut. Was soll man machen? Carvajal, Henderson, De Gea, Maguire, Sabitzer, Angelino. Ja, kommen alle weg hier. Machen wir uns nichts vor, können alle weg. The Gosens ist auch noch drin. So. Also, ich würde jetzt mal schätzen, dass das Pack wahrscheinlich, was war das jetzt? 20.000, 30.000 ungefähr. Also, 30.000, dann haben wir die 70.000 vom Jumbo seltene Spielerpack. Naja, das sind jetzt schon 150.000, was wir hier rausgeholt haben. Für mich als RTG-Spieler ist das absolut gigantisch, ne? So, und jetzt mach irgendwas Gutes. So. Es muss nicht teuer sein, aber gib mir zumindest irgendeinen, der so 200.000 kostet oder so. Das wäre absolut, wäre ich schon zufrieden damit. Ich bin jetzt schon super zufrieden. Oder mach Deutschland Stürmer. Mach's einfach. Mach's einfach. Immobile? Balotelli. Ja. Nee. Also eigentlich nicht, ne. Eigentlich nicht. Ich glaube, das war nix, ne. Oh, schlecht. Ja, wobei, Balotelli, das sind die 200.000, genauso wie ich es wollte. Absolut geil. Was soll ich euch erzählen? Genau so habe ich es mir eigentlich vorgestellt. So, Bremer ist natürlich Quatsch, ne? Guck mal hier, die Totzkarte kostet 25.000, ne? Das ist absolut krank, ne? Also, wir gehen mal hier durch. 25.000. Gil Hermé wird wahrscheinlich so 30.000 sein. Also, da sind wir bei 55.000. Und Balotelli, ja, ist genau 200.000, oder? Ah, Allah, 210.000. 210.000, 235.000, 265.000. Also, das Pack hier war jetzt 265.000. Runden wir es mal auf 270 auf. Das Ultimative war 30.000, also 300.000. Die Rewards generell kriegst du generell schon 50.000, also 350. Hey, ich habe hier 420.000 Coins gemacht. Absolut geil. Bin ich absolut zufrieden. Und mal ganz ehrlich, ne? Also, wenn ich mir das hier so angucke, natürlich spiele ich jetzt gerade ohne Flügel, ne? Aber der hier ist schon wirklich lecker. Der hier und Tonali ist wirklich schon lecker. Jungs, das war's. Das Rewards-Video war einfach nur geil. Das waren die besten Rewards für mich im kompletten Jahr. Ich bin mega froh, dass es noch so geklappt hat. Das war geil. Jungs, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Schreibt in die Kommentare, was ihr gezogen habt, wie es euch geht. Generell Kommentare schreiben sehr, sehr gerne. Ohne die wären wir Content-Creator, Uploader, je nachdem, wie man es auch immer nennen möchte, gar nichts. Daumen hoch und Abonnieren-Button nicht vergessen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Gentlemen. Vielen, vielen Dank. In diesem Sinne, macht's gut.
Tschüss, ciao. Reingehauen. Auf Wiedersehen.